Also ich kenne mich damit nicht aus oder so, aber muss sie muss den Gürtel anziehen oder nicht nur berühren? In der Tat, wir hielten es für klüger, eine beiläufige Berührung als Auslöser auszuschließen. Vielleicht bietet sich das Wiedertreffen mit dem König an, um einen schönen Gürtel anzulegen. Nun, Capitania, wir müssen noch, Serpentine Republik, nochmal zu Boltax hinüber, einige Berechnungen vornehmen, aber ihr könnt davon ausgehen, dass wir eine gewisse Zeitspanne haben werden, ehe die Paralyse abklingt. Das ist richtig. Entsprechend müssen wir zwar in der Nähe sein, aber nicht in unmittelbarer. Das ist korrekt. Es wäre gut, wenn wir uns noch im Palast aufhalten würden, aber alles andere nicht zwangsläufig. Es ist möglich, dass sie sich dann dort befindet, wo auch der Splitter ist? Oder denkt ihr, sie wird den Gürtel mit in ihr Schlafgemach nehmen, oder? Nun jedenfalls, wir sollten vom Schlimmsten ausgehen. Ich denke, der Ort, wo der Splitter sich befindet, wird aufs Schärfste bewacht sein. Und nun, da brauchen wir Hilfe, wenn wir dort schnell hingelangen müssen. Nun, es ist doch so, dass nur die Mitglieder des Aranischen Königshauses Zutritt zu dem Splitter selbst haben. In Begleitung von Arkos sollte uns das also gelingen. Ihm wird sich niemand in den Weg stellen. Natürlich. Ich kläre den Maharan Shah nur darüber auf, was wir selbst tun können und wo wir auf seine Hilfe angewiesen sind. Sieht irgendjemand noch irgendwelche gravierenden Schwachstellen in diesem Plan? Wenn Emione Gefolgsleute hat, sind diese nicht nur nicht außer Kraft gesetzt, sondern auch vorgewarnt, dass etwas nicht stimmt. Sollte einer von ihnen ein kompetenter Antimagier sein, könnte es ebenso sein, dass die Paralyse abgenommen wird, bevor wir dort sind. Nichts, womit wir nicht fertig werden würden, das wir aber im Kopf behalten müssten. Raphim sollte also auf der Hut sein. Eleonora ist keine Hexe, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn Demiona eine Hexe war. Ihr könnt Könnt davon ihr es ausgehen, einschätzen? dass sie in der Tat zaubermächtig ist. Okay. Nun, aber wenn sie paralysiert ist, dann dürfte ihr vieles schwerfallen. Sie müsste nun auf Gesten und Sprüche verzichten. Ich denke, der Magier, der sich selbst aus einer Paralyse befreien konnte, die er nicht selbst gewirkt hat, ist seit Hoheit verzeiht. Nennt man das? Noch nicht geboren. Hoheit verhüllt wurde, nicht mehr unter uns. Sind Ihre Diener denn Dimiona treu oder Eleonora? Also, wir haben auf dem Gelände des Palastes selbstverständlich eine ganze Menge an Wachen und Patrouillen, die, naja, mir wohl, es ist die königliche Leibgarde. Sie werden, sollten Sie etwas mitbekommen, zumindest nicht wissen, ob Sie nun mir gehorchen oder meiner Frau. Selbstverständlich haben wir auch noch eine mondsilberne Garde, die befindet sich dann aber eher bei meiner Mutter. Damit nickt er mal rüber zu Sybia. Die nickt wieder nur. Das sind aber Nun, ich nur fürchte, wenn sie uns wenige Leute. angreifen sollten, obwohl ihr ihnen andere Befehle gebt, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als zu kämpfen. Verfügt Eleonora denn über einen Leibmagier oder Magierin? Meines Wissens Meister Rasulan, den habe ich aber vor weniger Zeit. Ich habe. Ich bin. Ich weiß nicht, wo er ist. Er kam vor einigen Jahren an unseren Hof und blieb dann. Ob er jetzt gerade hier ist, weiß ich nicht, da ich gerade aus Anchopal gekommen bin. Ich weiß allerdings, dass sie sich seit einiger Zeit viele Ferkinerkrieger aus den Bergen an den Hof geholt hat. Das habe ich nie ganz verstanden. Jetzt ergibt, wie gesagt, natürlich alles wieder Sinn. Und sie hat eine ziemlich große Torwalerin, die Bashari der Leibgarde ist. Frenja Turritz dort hier.
Und sie hat einige Löwen bei sich. Ob die ihr gehorchen, zumindest früher taten sie es. Nun, das sollte kein Problem sein. Über die Löwen kann ich Kontrolle übernehmen und eine Torwallerin. Damit wird Rafim schon fertig. Dieser Rasolan erschien mir jetzt nicht wie der geborene Antimagier. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er durch zwei sehr dicht gewebte Matrizen durchbrechen kann. Sollte er also die Lähmung aufheben, wäre immer noch der kurze Zeitraum des Höllenpeins zur Verfügung. Wir müssen dann nichtsdestotrotz schnell handeln. Habt ihr ihn nicht tanzend einen Zauber wirken sehen? Wenn das seine Art Magie ist, dann scheint sie mir eher langwierig. Antimagie ist generell eine langwierige Kunst. Ihr sollt nicht aus dem Auge verlieren, dass sie eine hochrangige Paktierin ist. Das wollte ich gerade fragen. Wenn Demiona paktiert hat und sie die Körper getauscht hat, was passiert dann mit dem Pakt? Dann ist sie immer noch eine Paktierin. Aber der Makel liegt ja auf der Seele, nicht wahr? Nicht auf dem Körper. Ja. Ihr könnt davon ausgehen, dass der Leib der Eleonore zu diesem Zeitpunkt den Dämonenmal trägt. Geht das wieder weg? Pentelio zuckt mir den Schultern. Ein solches Experiment wurde noch nie durchgeführt. Ich habe zumindest damals keins. Ich war so blind. Ich schlage vor, ihr denkt nicht zu lange über die Umstände der Sache nach. Ich habe ein Kind mit ihr gezeugt. Sie war schwanger. Weiß er es schon, Kapitänia? Was meint ihr? Uns kamen doch einige Hinweise zwecks einer Beeinflussung des Kindes zu Ohren, nicht wahr? Oh nein, hat sie jetzt auch noch unseren Sohn? Vermutlich nicht. Vergesst, dass ich etwas gesagt habe. Ich denke, dies sind Fragen für einen anderen Tag. Wenn sie besiegt ist, dann können wir die Folgen ihrer Herrschaft bewältigen. Nun, so wie ich das sehe, Kapitania, haben wir alle Eventualitäten abgesichert. Arkos vergräbt so ein bisschen sein Gesicht in der Schulter von Travigo. Nun, wird schon wieder alles. Ja, von hier aus kann es ja nur besser werden. Richtig, wenn man in einem Tal steht, ist jeder Weg ein Weg bergauf. Ja, richtig. Es waren zu viele Täler in den letzten Jahren. Eure Frau ist wieder hier, der Körper eurer Frau ist nicht weit und wir kriegen das schon wieder hingebogen. Also außer wenn man eine Mine gräbt, dann führt der Weg selbstverständlich in den Fels hinein und dann nach unten, aber egal, das spielt jetzt keine Rolle, für euch geht es bergauf, Arkos. Und wenn du möchtest, ich kann dir meinen neuen Reitstrauß zeigen. Ha? Ha? Ja, später vielleicht. Ja, er heißt Schnabelmier und er ähnelt Abelmier. Ein dümmliches Wortspiel, aber nun ja. Die Miene von Arkos hält sich tatsächlich kurz auf. Sie sieht wenigstens etwa ein Lächeln, kann ich euch mit diesem, naja, Scharade ins Gesicht zaubern? Meine Seerose. Nun. Bald schon seid ihr wieder vereint. So oder so wird es enden, was hier vor langer Zeit begann. Es wird gut enden. Auf jeden Fall gut. Nun, wenn keine weiteren Details des Planes zu besprechen sind, werden Voltax und ich die Verankerung des Spruches vollenden. Selbstverständlich. Ich steuere die Paralyse bei und ihr macht den Rest. Wieso der Plan? Wenn ihr möglich habe, die Taverne für unsere Zwecke gemietet, sodass kein zweiter hier zurzeit hineintritt. Sie soll also euch gehören und wenn wir dann in Richtung des Sultanstores oder des Königstores aufbrechen, sagt Bescheid. Wenn ihr mich offiziell an eurer Seite wollt oder wenn ich offiziell vorgehen soll, weil ich aus Antiopal zurückkomme oder soll ich später kommen, das müsst ihr mir noch einmal sagen und dann öffnen wir für euch das Königstor und dann tut ihr das, was ihr tun müsst. Nun, ich denke, wir werden ganz offiziell um eine Audienz ersuchen.
Aber lasst uns noch ein wenig darüber nachdenken, ob es besser ist, wenn ihr bereits im Palast seid oder wenn ihr später eintrefft. Ich kenne auch heimliche Pfade abseits der offiziellen Wege, mit denen ich zwar im Palast auftauchen kann, aber mich nicht ankündigen muss, falls euch das lieb ist. Die kenne ich ebenso, sagt die Mondsilber-Sultana. Das ist gut zu wissen. Und wäre dann vielleicht auch ein Weg uns, um in den Palastbezirk zu gelangen? Selbstverständlich, wenn ihr möchtet, könnt ihr die gleichen Pfade benutzen wie ich. Nun, wie gesagt, ich denke, wir werden zunächst recht offiziell auftreten. Der interessante und heikle Teil kommt dann erst später. Also gut, dann wirkt eure Zauber, die ihr wirken müsst. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns. Erholt euch erstmal. Wir sehen uns in 12 Stunden. Reicht euch das? Auf jeden Fall. Also gut, dann werde ich noch letzte Details mit meiner Mutter besprechen und dann treffen wir uns in 12 Stunden hier wieder. Damit greift er sich den letzten Becher, den er sich noch einmal füllt, versucht noch einmal mit seinem Finger über die Lampe zu streichen, lässt es dann aber mit einem Blick zu Serpentilio wieder und seufzt, geht dann nach draußen. Und ihr seid alleine in der Taverne. Nun, Capitania, ich hoffe, ihr seid euch sicher, dass es das wert ist, denn wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten, uns aus der Sache herauszuwinden. Nun, ich bin davon überzeugt, dass es das wert ist. Ob es uns gelingen wird? Nun, das liegt in der Hand der Götter. Außerdem eine winzig kleine Kleinigkeit. Jetzt, wo Diamant ist leider außer Gefecht ist, bräuchte ich einen zweiten, der bereit ist, das Gift mit sich zu führen. Ja, welches Gift meint ihr? Hier, Vorsicht, nehme an, ich habe irgendwo ein Mengbilar besorgt in Janka, right? Ja, warum nicht? Das Zeug ist sonst auch ein Waffengift, right? Nur des Deals wegen. Hier, bitteschön. Er reicht dir einen kleinen Dolch mit einer, du siehst es aus geschultem Auge, sehr schlechten und brüchigen Klinge. Wenn du versuchst, irgendwas damit zu parieren, zerbirst sie vermutlich. Und hinten einen Druckknauf, den man dann drücken kann. Hier, stecht sie damit und drückt auf den Knopf hinten. Das sollte die schnellste Wirksamkeit des Giftes produzieren. Naja, beim Mengbilla musst du ja gar keinen Knopf drücken. Das ist ja ein Glasdolch, der zerbricht dann. Ich glaube, es gibt 1000 verschiedene Designs. Ja, ja. Das Wichtige ist nur, dass es halt ein Dolch ist, der ein Gift zur inneren Anwendung anbringt. Halt, Rest ist egal. Boltax hat bereits den anderen in Empfang genommen. In der Tat. Wie es üblich ist. Und nicht sehr rundriadisch. Nun, ihr könnt feststellen. Wartet mal auf den Rest unserer Vorhaben. Die sind auch viel weniger rondrianisch. Ich freue mich schon. Seht es so, Taravigor. Es ist eher ein fexgefälliges Unterfangen. Nun, andere Baronien, andere Sitten, sag ich mal. Erinnert euch nur, Capitania, wenn es getan ist, wer euch all diese Dinge geliefert hat. Nun, kommt, Boltax, es wird Zeit. Ja, einen Moment. Ich habe hier gerade noch ein paar Preisblumenkerne, die wollte ich noch verköstigen. Ja, damit würde ich mitgehen. Ja, bin ich später in der Stube. Nun, ihr solltet Sorge dafür tragen. Ihr werdet feststellen, dass das Verankern eurer eigenen Matrix einfacher ist, als vielleicht, wenn ihr einen solchen Zauberspruch spontan wirkt. Das Objekt wird euch dabei helfen, ihn zu stabilisieren. Ihr solltet also vorrangig Sorge dafür tragen, dass der Zauber auch hinterher unserem Opfer wirklich hält. An dieser Stelle werde ich ganz kurz einen Akanovi schmeißen, denn das ist jetzt leider wichtig. Nicht nur zu sehen, ob er gelingt. Akanovi Artefakt. Hier haben wir ihn. Doppel 1. Oh, da ist Was? Wie viele? 40? Oh, das ist der Crit. Es sind in Wahrheit nur 36, denn ich habe eine Schwernis von 2. But still. Ja, okay. Also, was macht der Akanovi? Der macht eigentlich nur, dass ich jetzt einen Zauberspruch darin verankern kann. Ich nehme einfach die 40 Fertigkeitspunkte. Ich brauche nicht mehr von dir. Das ist tatsächlich sehr viel wert hier. Ja. Ich hätte es vorher sagen müssen, aber wir bauen einen Einmalspruchspeicher, also keinen temporären. Und wir werden 2 Ladungen in diesem verankern. Er wird die
Eigenschaft gespürt des Geschöpfers haben, über die wir jetzt gesprochen haben. Oh, ich sehe gerade, das erhöht meine Erschwernis auf 5. Ich habe also nur 30 ZFW-Sterne übrig. Spielt, glaube ich, keine Rolle. Du kannst den Spruch umsonst reinsprechen. Also den nachfolgenden umsonst. Halt. Aber, okay. Und hier ist der Moment. Trick. Ja, ich kann die Punkte benutzen, um mir den wirkenden Spruch zu erleichtern. Entsprechend möchte ich Bortas gerne eine 20er Erleichterung auf seinen wirkenden Spruch geben. Danke. Wenn ich ihn umsonst reinsprechen kann, dann würde ich sagen... Der Spruch ist umsonst, also jetzt nicht die Modifizierung. Jetzt komm nicht mit der Zwingen 20 oder sowas. Nein, aber ich wollte um 2 erzwingen. Also ja. Ich würde sagen, er zahlt halt einfach nur die ASP für sein Zwingen, right? Genau. Und, er ist um 2 erschwert, weil Artefaktspruch. Also ist er nur um 18 erleichtert. Und dann vermutlich möchtest du irgendwie Zauberdauer haben, right? Wirkungsdauer. Ja. Das ist jetzt der Paralys, ja? Also der Paralys. Die nächste Doppel-1. Ah, hier sind zwei Einsen drin. Ja, das ist richtig, man muss ihn nur finden. So, also sagst uns kurz, was das, wie du den Zauber gestaltet hast. Ach ja, einen Moment. Der Zauber ist wie folgt gestaltet: Wenn der Auslöser gemacht wird, gegen den 19er MR geht, also müsste eigentlich klappen. Und wie der Paralys halt wirkt. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen, oder? Hast du Zauberdauer verlängert? Was heißt Erzwingen 2? Ist das jetzt oder also ist das... Es geht noch, also eine zusätzliche 2er Magieresistenz, also er würde gegen die 21. Das war die Frage, also wenn er gegen die 19 ploppt und du sagst, okay, es ist doch eine 20er, dann kannst du mit dem Erzwingen 2 hoch auf von der 19 auf die 21. Genau. Gut, das war die Frage. Ja. Und dafür habe ich insgesamt 3 ASP ausgegeben. Ja. Hast du die Wirkungsdauer verlängert, ne? Ja, habe ich. Wie oft? Das sind noch 7 ZFP halt. Nochmal Abzug. Achso, ja gut, dann gehen noch 7 ZFP runter. Wäre ja trotzdem mit der 19 geschafft. Ja, ich meine, okay, maximaler Schwernis von 41. Ja, wir müssen dann trotzdem jetzt hören, wie viele ZFP Sterne überhaupt sind. Das bestimmt die Wirkungsdauer. Das wären dann tatsächlich, warte. 19. Nee. Nee, er hat ja Erschwernisse für, hast du nicht gesehen. Genau, ja, richtig. Das wären dann nur 16. Okay, dann wirkt das Ding 160 Minuten. Danke fürs Gespräch. 3 Stunden oder was ist das? Ja, etwas weniger. 2,5 irgendwas. Gut, dann machen wir uns 2,5 Stunden versteinert? Mhm. Oh Gott. Wir setzen einen zweiten Zauber drauf, der automatisch nach dem ersten auslöst. Also das geht auch? Die teilen sich einen Auslöser, ja. Ja. Also man kann Ladung. Das ist eigentlich dafür da, dass du eine Ladung, dass du halt mit mehreren Ladungen einen Zauber länger hast. Aber hier steht nicht, dass ich jetzt nicht mit 2 verschiedenen Zaubern machen darf. Okay, und wenn nach zweieinhalb Stunden kommt sie aus der Paralyse und wird dann gehöllenpeint. Vor allem, wenn Voltax den Zauber fallen lässt, wird sie auch gehöllenpeint. Oder wenn jemand den Zauber bannt, wird sie auch gehöllenpeint. Genau das ist nämlich der Punkt. Okay, ja, also gut, sollte Rasolan die Antimagie sprechen, dann geht sie im Höllenpeint zu Boden. Richtig, weil dann steht er da nach einer Viertelstunde Erzbann, ja, oder mit Zeitlassen nach 30 Minuten Erzbann und sagt sich, haha, sie ist raus und dann hat er erstmal den nächsten und jetzt den Einflusszauber vor sich, den er auch erstmal bannen muss. Okay. Okay, damit wir gleich bleiben, möchten wir eine 21er MR knacken können. Das ist eine 21er Schönes. Dann nochmal 2, was ein Artefaktzauber ist, sind wir auf der 23. Zeitlassen? Ja, lassen wir uns schon mal Zeit. Das ist minus 4. Warte, das muss separat gehalten werden. Dann möchten wir gerne einmal die Wirkungsdauer verlängern für 7. 4 und 7 sind 3. 3 wird halbiert zu 2. Komm, das lohnt sich nicht. Wir möchten zweimal die Wirkungsdauer verlängern für 14. 14 minus 4 sind 10. 10 wird halbiert zu 5. Wir sind also bei 23 plus 5, 28. Und wir möchten gerne die anderen 20 Punkte Erleichterung aus dem Arcanovi-Artefakt-Crit hierfür nehmen. Wir sind also bei einer 3er-Schwernis. Wir würfeln trotzdem just in case. Wenn ich ihn finden könnte. Hier. Ein Panzer reiße dich mit, das ist Reichweite, sorry, wir ziehen 2 Punkte ab und haben dann 22 Punkte übrig mit 3 Erschwernis. Haben wir es dann doch trotzdem mit
19 geschafft. Wie lange ist hier in 19 Höllenpein? Sterne, nicht sehr lange, nur 19 mal 3 mal 2 mal 2, 228 Kampfrunden. Das sind 200 Kampfrunden. Das sind mal knapp 3, 684 Sekunden. Das sind also 6 Minuten, 7 Minuten in etwa. Hm. Und was bewirkt... 11 Minuten, sorry. Was bewirkt der Höllenpein? Der sie macht furchtbare Schmerzen. Er macht ihm furchtbare Schmerzen. Er macht ihr auch Ausdauerverlust, keinen Schaden. Ja. Über den reden wir, wenn es wirklich relevant wird, glaube ich. Und wenn sie Schaden nimmt, fällt sie da raus. Ja. Und wichtig, während man im Höllenpein ist, kann man keine koordinierten Aktionen durchführen. Mhm. Aus ersichtlichen Gründen. Also sie wird bei den 11 Minuten mit Ausdauerverlust, geht sie dann ja sowieso in die Kampfunfähigkeit. Ja, wenn der Zauber endet. Also sie kriegt ein bisschen Verlust pro Runde. Naja, das wird ja lange genug reichen. Ja, also auf jeden Fall. Locker flockig. Ich kann sie aber nicht umbringen, dann ist nur Verlust, kein Schaden. Ja, genau, das war die Frage. Das wäre zumindest gut, wenn Eleonoras Körper am Ende noch funktionsfähig ist. Ja, sagen, sonst bekommt die Ärger von Arkos. Wir können den Trizen so viel wir wollen, solange er an einem Stück bleibt, denn wir schieben hier sowieso nach dem Kreis rein. Okay, und Auslöser ist der Gürtel, wenn er geschlossen angelegt ja. wird. Gut. Ich habe jetzt verzichtet, da einen von Blutsverwandten der Eleonora reinzumachen, weil mir die Erschwernis zu hoch war. Da wusste ich noch nicht, dass ich nach Kanovi kritten würde. Dann fragen wir doch mal zur Vorbereitung. Travigor, möchtest du dich vorbereiten? Eine winzig kleine Sache noch. Ich nehme an, ich war die Woche über voll regeneriert, weil ich einen Tag 20 ASP reinhole. Ich gehe davon aus, ja. Travigor. Gut, dann ziehe ich mir jetzt die Paar 30 ab. Hast du noch irgendwelche Vorbereitungen, die du treffst, oder vertraust du darauf, dass die Helden einen Plan haben und dass du dabei zugucken kannst? Genau, mehr oder weniger. Und ich vertraue darauf, dass mir hoffentlich gesagt wird, wenn ich noch irgendwelche Vorbereitungen treffen sollte, weil Travigor ist dann irgendwann ausgestiegen, wenn es um die ganzen Zauberformeln und so weiter ging. Die Gänsehaut auf dem Rücken. Ist er dann irgendwann nicht mehr mitgekommen. Genau. Arkanophobie hast du, ne? Richtig. Genau. Ja, Rafim. Ich habe mich bereits vorbereitet. Du hast Liturgien auf deinem... Auf mich selber und auf meinen Bären. Genau, Mira ist mit dabei. Boltax ist mit Zaubern beschäftigt, Abelmir. Ich habe jetzt eigentlich keine weiteren Vorbereitungen zu treffen. Ich würde jetzt meditieren und mich geistig vorbereiten. Auf das Finale des letzten Tanzes. Sulamin. Zulamin würde sich noch kurz zu Antilio greifen, denn ihr klingt irgendwie noch dieser seltsame Kommentar, nach den er von sich gegeben hat. Udaris, was meint er dir? Kapitania, jetzt gerade ist wirklich kein guter Moment. Nun, verzeiht, für euch habe ich doch immer einen winzig kleinen Moment. Was darf es also sein? Was sollte das heißen, von wegen, ich würde mich hoffentlich daran erinnern, wer uns mit all diesen Elixieren versorgt hätte? Die Elixiere und all die Hexerei sind nicht vom Himmel gefallen. Ich weiß, aber habe ich euch je Anlass gegeben? Habe ich je eure Künste nicht wertgeschätzt? Noch nicht, Kapitania, noch nicht. Nun gut. Dann tut euer Werk und seid versichert, dass ich eure Mithilfe nicht vergessen werde. Hervorragend. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss das Geisterelixier schütteln. Nicht einmal am Tag zur 12. Stunde tut, dann ihr wollt nicht wissen, was dann passiert. Sie sieht dich zweifelnd an, das kommt ihr komisch vor. Aber geht dann. Und wird noch zu Raja beten, dass sie diesem Unterfangen ihren Segen geben möge. Und ich gehe derweil mein Elixier schütteln. Das nennen die Kinder das heutzutage. Gut. Sehr Raja gefällig. Alle 12 Stunden. Alle 12 Stunden.